Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fall Guys. Heute sind wir ein bisschen schwärzer angezogen. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe, aber es wird bestimmt gut. Also bleibt dran. Wir starten direkt durch mit dem Wipfelwirrwarr. Ihr wisst, es gibt nichts, was ich mehr mag als Frösche. Aber werden sie heute auf unserer Seite sein? Ich weiß es noch nicht. Ich kann es nicht sagen. Das wissen nur die Frösche selbst. Oh Gott, also das war schon mal nicht allzu gut. Das ist auch nicht allzu gut. Was passiert denn hier überhaupt? Okay, der hat uns gerade auf jeden Fall ein bisschen geholfen, das muss man schon sagen. Der wiederum nicht allzu sehr. Es ist gerade echt ein bisschen kritisch, oder? Was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn das für eine komische Runde direkt zu Anfang? Die Dinger bewegen sich gefühlt tausendmal schneller als sonst. Okay, wir konnten auch einen kleinen Boost mitnehmen. Ist die Frage, schaffen wir es hier rüber? Nein, schaffen wir nicht. Sehr schön. Es sieht ja wirklich rosig aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ey, wir hüpfen und springen hier rum wie ein, weiß ich nicht, zurückgebliebenes Hühnchen. Ist nur die Frage, ob wir durchkommen. Kannst du mal weggehen, Herr Nashornmann? So, kommen wir durch. So viele sind noch nicht vor uns, oder? So kritisch sollte es eigentlich nicht sein. Es ist sogar relativ entspannt. Da hätte ich nicht gedacht, wie schlecht waren die anderen. Das ist ja der Wahnsinn. Wow, cool, Na, so kann es weitergehen. Wir kommen zu einem meiner absoluten Lieblingsspielen, Skiflug. Ich bin ganz ehrlich, ich könnte den ganzen Tag nichts anderes spielen. Ich habe so viel Spaß dabei und ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach so geil, durch die Löcher zu springen, glaube ich. Es ist einfach echt, echt schön. Und ich denke, ich bin relativ gut drin sogar. Von daher, yay, Skiflug. Das ist es. Wobei, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Okay, heute sind irgendwie ganz komische Versionen von den Maps dran. Wurde das irgendwie, Also als ich das Spiel gestartet habe, oh Gott, geh da durch. Als ich das Spiel gestartet habe, stand da auch, wir sind jetzt schon einer durchgekommen. Dass Inhalte runtergeladen werden. Vielleicht sind jetzt auch ein paar neue Maps dabei tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Naja, okay. 10, wir brauchen noch 5 Punkte. Ich denke, das sollte machbar sein, sagte er und flog direkt dagegen. Oh Gott, das sind ja schon richtig viele qualifiziert. Was haben die denn gemacht, ey? Ich hoffe wirklich, dass wir hier durchkommen. Nee, oder? Ich hasse dieses Spiel, das ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. What the fuck? Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Oh Mann, ey. Ja, komm, können wir uns sparen. Da fangen wir einfach direkt eine neue Runde an. Wow, da denkst du, du bist gut in dem Spiel. Naja. Vielleicht lag es irgendwie dran, dass einfach alle anderen Spieler gerade super pro-mäßig unterwegs waren oder sowas. Ich meine, uns lag es nicht. Ja, den Skill. Guckt euch das hier an. Woohoo. Oh yeah, diesen komischen Doppelsprung, den kann nur ich. genau, wir spielen Bahnkampf. Ich meine, ihr kennt die Regeln, wir müssen ja einfach nur ganz schnell durchzischen. Was die anderen gerade auch gar nicht so schlecht machen. Hey, wir konnten noch oben bleiben, habt ihr das gesehen? Das war ja richtig gut. Auch hier das Timing perfekt, ey. Man kann sich nicht beschweren, wenn man so spielen kann wie ich. Oh Mann, ey. Wenn man so gut spielen kann wie ich, da ist man halt einfach gut dabei, ne? Aua, okay. Ich bin wieder viel zu hochnäsig. Gott, bitte, lass mich durchkommen. Ich will nicht in der ersten Runde rausfliegen. Es sind schon manche durch? 4, 5? Was ist denn das? Wie haben die das geschafft? Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir so halbwegs schlecht unterwegs sind. Fast als 30. Als quasi 10 bis 15 Letzter. Ich bin fassungslos. Ich habe wirklich das Gefühl, ich spiele hier nicht allzu schlecht. Bin ich irgendwie in einen Pro-Server reingerutscht oder sowas? Wow. Na, 40 bleiben übrig, ich würde sagen. Wir kämpfen weiter und kommen hoffentlich... irgendwo hin. Das Gute an der Hindernisrennen, als sie gerade die Strecke vorgestellt haben, kamen die mir so unglaublich kurz vor. Das ist ja quasi nur ein Sprint, so sah das aus. Naja, ich hoffe, wir lassen uns von dem Krokodil hier nicht allzu sehr wegdrängen. Ja, doch, er macht schon Stress. Er macht einfach Stress. Ich hab's doch gesehen. Das Krokodil, das führt nichts Gutes im Schilde. Und damit sind wir jetzt so ziemlich der am weitest hintenste, den es gibt im ganzen Spiel. Wir kämpfen uns wieder vorne ran. Wir kämpfen uns langsam wieder vorne ran. Kein Problem. Auch jetzt perfektes Timing. Wir kommen hier. Wir springen einfach über die Köpfe unserer Feinde hinüber. Krokodil ist immer leicht vor uns. Regt mich auf. Es ist ein Drecksack sondergleichen. Aber ich denke, hier sieht es doch ganz gut aus. Ja, da bleibt er hängen. Guck mal, da sind wir vor dem Krokodil. Ist noch die Frage, ob wir es auch überhaupt reinschaffen. Ach. Ja. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, jetzt ist 10 letzter quasi so die Hälfte fast. Das sieht besser aus. Und es geht weiter. Nicht mit 40 Spielern, sondern tatsächlich nur noch mit 28. Wovon wir einer sind. Sieht nicht allzu schlecht aus. Krokodilmann ist weiterhin drin. Wir behalten ihn im Auge.
Nashornkampf, ein Spiel, was für meiner Meinung nach viel zu selten drankommt, weil es wirklich spaßig ist. Vor allem, wenn man noch... Die Drehscheibe in der Mitte ist auch irgendwie neu, die habe ich auch noch nicht gesehen. Vor allem, weil man, wenn man getroffen wird, immer noch die Chance hat, dass man von den Seerosen... Von den Seerosenblättern wieder in die Stage gekickt wird. Alter, das rastet ja komplett aus. Das hat einfach einen epileptischen Anfall da in der Mitte. Machen die das extra, damit die nicht rausgeschossen werden? Ach stimmt, das ist wahrscheinlich relativ schlau, sogar in der Mitte zu bleiben, oder? Ich dachte, vielleicht sollte man eher am Rand bleiben. Oh Gott, Gott sei Dank war die Reli. Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Damit man vielleicht nicht direkt rausfliegt, oder? Ich dachte, vielleicht sollte man am Rand bleiben, dass man halt einfach nicht getroffen wird, aber... Stimmt, das scheint eigentlich auch ganz gut zu sein. Ja, wir arbeiten mit der Kraft der Verwirrung. Bin ich hier? Jetzt bin ich da. Oh, scheint sehr gut zu klappen, ey, ich meine. 20 Sekunden? Bitte lass mich in Ruhe. Oh Gott, da sind sie unterwegs. Einfach wieder schön in die Mitte. Da kann uns keiner was anhaben. Ha, was wollt ihr machen, hä? Was wollt ihr machen? Oh Gott. Ich glaube, das ist doch so ein Ding, wo einen die Gruppe so ein bisschen stark macht. Die als lebenden Schild zu benutzen ist ganz cool. Ah, ich werde als ins Nashorn reingedrängt. 3 Sekunden. Ich glaube, wir sind relativ safe. Ja, jetzt kannst du mir gar nichts mehr, du. Stink dir. Du hast durchgeschafft. Goldmedaille. Sehr schön. Wir wurden nicht hinausbefördert, wie es da oben steht. Und das heißt, wir sind jetzt noch in der Runde mit wie vielen? Ist das schon Finale? Nein, ich denke nicht, oder? Wie viele sind raus? 14 Leute. Das heißt, wenn wir die nächste Runde schaffen, dann sind wir vielleicht schon im Finale. Oh Leute, das wird spannend. Es geht weiter mit der wundervollen Springparty. Auch ein Spiel, wo ich extrem viel Bock drauf habe. Ich weiß nicht warum, aber... Durch Ringe springen ist irgendwie das in dem Spiel, wo ich richtig geil drauf bin. Das gibt mir richtig Erfüllung. Keine Ahnung warum. Ich würde sagen, wir gewinnen erstmal ein bisschen an Höhe. Ja, hier sind ein paar zu viele Leute auf meinem Trampolin unterwegs. Das ist nicht ganz so geil. Dann machen wir uns mal hier vorne hin. Und gucken, dass wir... Wobei, nee, hier hinten würde ich den doch vielleicht mitnehmen, weil... Orangefarbene Ringe bringen 2 Punkte statt einem, die blauen bringen. Und den kann man ja dann auch mal einfach mitnehmen, so. Gott. Ja, den da vorne würde ich mir noch gerne schnappen. Sehr schön. Ich denke, wir sind ganz gut dabei. Wir müssten ganz gut dabei sein. So, den nehme ich auch mal so mit. Jetzt haben wir leider ein bisschen unsere Höhe verloren. Und kommen hier leider nicht mehr ganz ran. Das war vielleicht den blauen nicht ganz so wert. Aber dafür so. Und vielleicht so rum. Ja, das war doch akrobatische Meisterleistung. Es ist noch keiner durch. Dafür lohnt es sich tatsächlich, würde ich sagen, seine Sprungkraft zu verlieren. Oh Leute, spannend. 2 Leute sind schon durch. Wie haben die das gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Den blauen haben wir in der Tasche. Ja, nur ein Punkt fehlt uns noch. Jetzt aber schnell. Ja, sehr schön. Oh Gott, da habe ich ein bisschen Panik bekommen. Panik ist nie gut bei dem Spiel. Aber ich würde sagen, damit sind wir im Finale, oder? Oh, Wahnsinn, wir sehen uns dann. Nee, Finale bleibt leider noch ein bisschen aus. Vor allem müssen wir uns hier diese spannende Runde Volleyball gönnen. Oh weia, ey. Ich bin nicht besonders gut in Volleyball, aber spannend ist es halt wirklich. Vielleicht auch, weil ich nicht allzu gut bin. Oh, direkt den ersten Punkt gemacht. Den haben wir in der Tasche, haben wir den einfach. Guckt ihn euch an, so blasphemisch mit seiner Krone und alles. Denkt, er ist der Größte, aber dann mach ich einfach den hier. Zack, friss das, du kleiner Knecht, du. Okay. Und, oh, den habe ich ja vollkommen falsch eingeschätzt. Okay, keine Sorge. Gleichstand ist quasi vorne liegen, aber für Arme. Und das, da sind wir mit 2 zu 1. Easy. Gar keine... Oh, er kann ja gar nichts. Er ist am verscheißen Dondergleichen. Oh, wow. 3 zu 1. Den Vorsprung würde ich gerne ausbauen. Mit einem 4 zu 1. Was uns vielleicht sogar vergönnt bleibt. Nein. Okay, alles klar. Das war genau das, was ich nicht haben wollte. 3 zu 2. Leute. Er verkackt direkt wieder. Also, ich würde mir in den Arsch speisen, wenn ich er wäre. 4 zu 2. Vielleicht spielt er auch nur mit uns. Vielleicht spielt er auch einfach nur mit uns und macht vielleicht die richtig fetten Punkte. Aber ich muss sagen, 5 zu 2. Das ist schon 6 zu 2. Das ist schon ein ganz solider Vorsprung, du. Das sieht ganz gut aus. Und nochmal so einen mitgegeben. Ja, er denkt, er muss vorne rein und dann nochmal hinten nach... Oh, durchgezimmert, Alter. 7 zu 2. Hat man bei einem 7 zu 2 einfach gewonnen? Das hatte ich noch nie. Wow. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Jetzt geht's ins Finale. Geiler Scheiß. Heute kommen halt wirklich alle meine Lieblingsspiele dran. 5 Leute sind wir nur noch. 5 Leute. Und es geht weiter mit Knallball. Oh yeah. Oh Leute, hier wird geknallert und geballert. Ich werde es euch zeigen, ey. Das wird der Wahnsinn.
Erstmal hier. Zacko! Oh, erstmal greifen. Zack! Immer schön, es muss alles ausgeglichen sein. Verteidigung und Angriff muss einfach stimmen. Ist das hier? Ja, den können wir noch, der ist noch nicht ausgelöst. Hier, ihn hier schmeißen wir mal raus. Ihn hier. Oh! Okay, keine Sorge. In die Stage reingeballert werden, das ist schon in Ordnung, das dürfen wir gerne. Ja, er war da aber sehr aggressiv unterwegs. Nee, das ist mein Ball. Ja, komm, spreng dich selbst weg, du Arsch. Die Maus hat es ein bisschen auf uns abgesehen. Finde ich nicht allzu in Ordnung. Da gucken wir mal, dass wir die rauskriegen. Oh nein. Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Als erster raus. Oh, das ist frustrierend. So schnell bin ich mit Knallball, glaub, noch nie rausgekommen. Oh Mann, ey. Schaut ihn euch an. Den Schlingel schmeißt er sich fast selbst raus. Aber ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann bleibt dran. Ja, gute Sache. Nein, guckt euch das nächste Video an. Ich habe noch ein paar Folgen auf dem Part. Gebt dem Video einen Like, kommentiert, abonniert, worauf immer ihr Bock habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part bei Fall Guys. Aber macht's gut, bis dahin. Ciao.